Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2 in der Etsy Collection Edition. Wo geht's hier denn nochmal raus? Ach da. Traditore! Okay. Hey, was sollen die Schwerter? Sollt ihr mich nicht festnehmen? Nein. Oh, ihr sollt mich töten, okay? Ihr also, dass du stirbst. Nun, das wird nicht geschehen. Warum suchen wir keine andere Lösung? Es gibt keine andere Lösung. Okay. Ja, dann habe ich auch keine andere Lösung für euch. Wenn ihr muckt, dann töte ich euch halt. So einfach ist das. Magnifica notte, eh? Seid nicht schüchtern, tretet näher. War das? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, bei dem Assassin's Creed war das, wo es eigentlich keinen Sinn hatte. Sich zu heilen, weil sich das eh automatisch irgendwann mal immer geheilt hat. Glaube ich zumindest. Oder war es bei Assassin's Creed 1? Hey, ich muss nach unten, hä? Hä, ich wollte doch runter. Ah, ich muss anonym erst werden, okay. Nein, ich lasse euch erst gar nicht zum Angriff kommen. Ich mache hier Ping-Pong. Ping-Pong. Ezio Auditore? Was willst du hier zu dieser Stunde? Ich weiß nicht. Warte, Junge. Atme durch. Sammle deine Gedanken. Mein Vater und meine Brüder wurden verhaftet. Ich soll euch das hier bringen. Ah. Jetzt verstehe ich. Nur ein Missverständnis, Ezio. Ich werde alles aufklären. Wie? Die Dokumente, die du mir brachtest, enthalten Beweise einer Verschwörung. Gegen deine Familie und gegen die Stadt. Ich werde die Papiere morgen bei der Anhörung vorlegen. Und sie sind frei. Hab Dank, Signore. Natürlich, mein Kind. Brauchst du einen Ort zum Schlafen? Du bist hier stets willkommen. No, grazie. Ich treffe euch auf der Piazza. Keine Sorge, Ezio. Alles wird wieder gut werden. Ja, alles wird wieder gut werden. Was habe ich getan? Vergib mir, bitte. Zerbrochene versteckte Klinge erhalten. Und Codex-Seiten erhalten. Auf jeden Fall sind wir hier wieder bei einem Aussichtspunkt und den will ich natürlich auf jeden Fall holen. Oh, da ist ein Adler. Verpiss dich von meinem Platz. Brava Adler. So ein Adler sieht man heutzutage eigentlich auch nicht mehr. War wahrscheinlich früher so normal eigentlich, weil dass man einen Adler sieht wahrscheinlich, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, früher gab es viel mehr Edler. Adler. Ich weiß gar nicht, sagt man Edler? Adler? Adler? Was ist die Mehrzahl von den Adler? Adlers? Nee. Adler? Adler? Ich überlege gerade. Adler? Adlere? Nee. Das hört sich schwachsinnig an. Adlers? Mehr Adlers? I don't know. Oh, das sind schon wieder Wachen. Oh, ihr. Du. Immer bei der Frau passiert das. Immer bei der Frau. So. Der letzte, der noch steht. Luigi, der Fischer,
Jetzt geht's los. Giovanni Auditore, ihr und eure Komplizen seid des Hochverrats angeklagt. Habt ihr irgendwelche Beweise, diese Anklage zu entkräften? Ja, die Dokumente, die euch letzte Nacht gebracht wurden. Ich weiß leider gar nichts von solchen Dokumenten. Er lügt! Ich muss näher ran. In Ermangelung zwingender Beweise für das Gegenteil lautet mein Richterspruch schuldig. Und so verurteile ich euch und eure Mitverschwörer zum Tode. Du bist der Verräter Uberto, einer von denen. Heute nimmst du unsere Leben, aber dafür werden wir deines haben. Ich schwöre, wir werden. Vater! Dort! Ergreift ihn! Er ist einer von ihnen. Dafür werde ich dich töten. Wachen! Ergreift ihn! Aber Tetino. Lauf jetzt los, Junge. Und zwar schnell. Okay. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ach, das sind zu viele. Lasst mich in Ruhe. Wie entkomme ich am besten? Durch Jumperei. Das Gute ist ja, dass er ja sowieso schon immer ein Kletterer war. Hat zumindest die Basics schon ein bisschen. So, jetzt. Jetzt muss ich nur noch anonym werden und dann habe ich es. Geschafft. Ende ist synchronisiert. Sequenz 1 ist beendet schon. Zurück zu Desmond. Na Desmond, was geht bei dir so ab? Bei weißen Lagen kann eine Akrobatik... Okay. Republik Florenz. Ich habe einen Auftrag. Ich habe mehrere seltsame Markierungen im ganzen Italien der Renaissance identifiziert. Ich weiß nicht, was sie bedeuten. Aber du kannst mir helfen, es herauszufinden. Rebecca hat die ungefähren Fundstellen in der Datenbank mit einem leuchtenden Augensymbol markiert. Gut aufpassen. Serezio, Gott sei Dank. Ich habe euch überall gesucht. Ich konnte sie nicht stoppen, Manetta. Ich versuchte es, ich schwöre. Aber es waren so viele Wachen. Bitte kommt mit. Ihr müsst weg von der Straße. Was ist mit Mutter und Schwester? Sie sind sicher. Ich bringe euch zu ihnen. Nein, es ist zu gefährlich, gemeinsam zu gehen. Sagt mir, wohin und ich treffe euch dort. Das Haus meiner Schwester. Direkt nördlich vom Duomo. Bin unterwegs. Okay. Braucht ihr medizinische Hilfe? Dann machen wir uns mal auf den Weg zu dem Haus. Bekanntheitsgrad. Ach ja, stimmt, da muss ich ja diese also die Plakate dann wegreißen. Lass mich in Ruhe. Aber dazu müsste ich mal eins sehen, das ich abreißen kann. Das ist jetzt wieder die andere Sache. Ich vergesse immer zu rammen. Genau. Rambo!
Upsala. Es wird Zeit, dich von deinem Unglück zu erlösen. Haha. Da bist du weg. Aber das Problem ist jetzt, dadurch ist jetzt leider auch Ding weggegangen, wo ich hinlaufen muss. Scheiße. Das kostet mich jetzt nur noch mehr Zeit. So unnötig. Das Gute ist, die klettern ja nie hoch. Also mindestens nicht so schnell wie ich. Sie klettern schon irgendwann mal hoch. Kann ich jetzt anonym werden? Dankeschön. La Rosa Gold. Ich glaube, das ist das falsche Gebäude. Nein. Nein, das ist es. Es ist eine Freude, euch kennenzulernen, Messer Ezio. Annetta hat eine hohe Meinung von euch. Ich ahne warum. Danke für die netten Worte, Madonna. Aber bitte, nennt mich Paola. Danke, dass ihr meiner Familie euer Haus öffnet. Das war ja wohl das Mindeste. Ihr müsst müde sein. Wollt ihr... Nein, danke. Ich kann nicht bleiben. Warum? Was wollt ihr tun? Ich töte Uberto Alberti. Ich verstehe eure Lust nach Rache nur zu gut, aber der Gonfaloniere ist ein mächtiger Mann. Ihr seid kein Mörder, Ezio. Spart mir die Ansprache. Aber ich kann euch zu einem machen. Und wieso wollt ihr mir beibringen, zu töten? Das nicht. Ich bringe euch bei, wie man überlebt. Kommt. Okay. In meinem Geschäft ist Diskretion alles. Wir müssen uns frei bewegen. Gesehen, doch unbemerkt. Ihr müsst lernen, unterzutauchen und eins zu werden mit der Menschenmenge in der Stadt. Meine Mädchen zeigen euch wie. Ja, okay. Buongiorno a voi. Dann folgen wir mal Paola. Paola. Solange ich so bleibe, kann mir nichts passieren. Ja, da kennen mich die Wachen kreuzweise. Solange ich so bleibe, passiert nichts. Auch wenn ich hier leichte Zuckungen habe. Zuck, zuck, zuck. Trick! Naja. Ach, diese Passagen habe ich schon immer in Assassin's Creed-Spielen gehasst und sie gibt sie leider bis heute noch. Irgendwo so langsam latschen, bis zum bestimmten Punkt, dass es eigentlich weitergeht. Und es geht ja auch leider nie schnell voran, das ist das größte Problem. War noch nie ein Fan von sowas, noch nie. Ja, wollte gerade sagen, ganz schön knapp. Okay, die läuft jetzt woanders hin. Haben wir es jetzt endlich, Paola? Redet doch mindestens mit mir, dass es ein bisschen interessant bleibt. Mensch, Frau. Sonst kannst du doch auch nicht die Gosch halten. Und wenn ich mal will, dass du ein bisschen laberst, dann ignorierst du mich. Red mit mir. Talk to me.
talk to me, baby. Ja, okay. Dann halt nicht. Danke fürs Tutorial. Bene. Nun, da ihr untertauchen könnt, zeige ich euch, was man damit sonst noch so machen kann. Ich zeige euch, wie man stiehlt. Okay. Vergebt mir, Herr. Es tut mir leid. Ich gehe. Dieb! Dieb! Wenn ihr jemanden gestohlen habt, dürft ihr nicht verweilen. Hilfe! So halte ihn jemand! Okay. Seid achtsam. Ihr müsst verschwinden, sobald ihr sie beraubt habt. Bitte verschont mich. Ich bin unschuldig. Schande über euch! Fünf Leute bestehen. Ja, ja, weiter, weiter! Bravo! Gut so! So, geschafft. Ihr könnt jetzt gehen, Mädchen. Oh, müssen wir denn gehen? So unschuldig. Der ist süß. Jetzt wisst ihr, wie ihr euch euren Feinden nähert. Nun müssen wir eine passende Waffe finden. Was würdet ihr mir raten? Ach, ihr kennt die Antwort doch bereits. Hey, meines Vaters Klinge und Armschutz. Wie bekamt ihr sie? Indem ich die Dinge einsetzte, die ich euch lehrte. Nicht gerade in einem guten Zustand. Ich nehme an, ihr kennt Leonardo da Vinci. Sie. Aber was hat jetzt ein Maler damit zu tun? Er ist weit mehr als das. Bringt ihm die Teile. Ihr werdet sehen. Bevor ich gehe, eine letzte Frage, wenn ich darf. Natürlich. Warum habt ihr mir so bereitwillig eure Hilfe angeboten, einem Fremden? Auch ich kenne Verrat. Okay, dann machen wir mal einen Besuch bei Leonardo da Vinci. Der wird dann schön meine Klinge, denke ich, reparieren. Aber vorher ein Aussichtspunkt. Manchmal vergesse ich, dass ich dann noch Kreis drücken muss. Mal eins, wo ich nur geradeaus hoch klettern musste. Schön, 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 finde ich das. Ich bin gerade bei überlegen, kommt überhaupt Mario hier in dem Part, in dem Teil? Bin gerade echt überlegen. Im zweiten Teil weiß ich es auf jeden Fall in Brotherhood. Aber in dem Teil bin ich mir gar nicht mal so sicher, muss ich zugeben. Lasst mich bitte in Ruhe. Manche von euch muss es doch auch langweilig sein, die ganze Zeit euren Job zu tun. Ihr könnt doch auch ab und zu mal faulenzen. Finde ich mindestens. Ihr habt es euch verdient, Leute. Ihr habt es euch verdient. Lasst mich einfach in Ruhe. Ach, da ist ja auch noch da oben einer. Oh. Oh, wisst ihr was? Wisst ihr was? Warte. Da ist eine Truhe. Ja, du mich auch. Da haben wir das, was ich meine. Gebiet noch nicht verfügbar. Das geht erst, wenn wir auf eine bestimmte Sequenz sind. Dann können wir auch mehr von den anderen Teil hier sehen. Ja, ist okay. Wir haben es kapiert langsam, dass das Gebiet noch nicht verfügbar ist. Ups, tut mir leid, Bro. Wollte nicht auf dich draufklettern. Ah, na klar.
Ich wollte nur hier den Aussichtspunkt haben. Mehr nicht. Hey Adler, verpiss dich. Naja. Wie komme ich denn da jetzt ein bisschen nahe? Von der Seite irgendwie? Oder muss ich von oben rein? Nee, geht so, gell? Ah, da ist es. Oh, Ezio Auditore! Ich hatte nicht erwartet, dich wiederzusehen. Nach allem, was passiert ist. Aber meine Manieren, sei willkommen. Nun, wie kann ich dir helfen? Ich hoffe, du kannst etwas für mich reparieren. Natürlich. Komm, hier entlang. Ach, che pasticcio. Tutto santo giorno che cerco. Ich mache etwas Platz. Na gut, lass mal sehen. Faszinierend. Ich weiß nicht, Ezio. Trotz des Alters ist die Bauweise weit fortgeschritten. Ich habe noch nie etwas dergleichen gesehen. Leider werde ich ohne die Originalpläne nicht viel tun können. Mi dispiace. Moment, Moment, Moment! Was hast du denn? Der Inhalt dieser Seite ist verschlüsselt. Aber wenn meine Theorie stimmt nach diesen Zeichnungen, könnte es sein... Könnte es was sein? Bitte, setz dich. Leonardo, Bemerkenswert. Stellen wir diese Lettern um und wählen dann jeden dritten? Bitte, es ist fertig. Was ist fertig? Die Klingel. Ich konnte dein Pergament entschlüsseln. Es zeigt genau, was zu tun ist. Jetzt müssen wir nur noch deinen Ringfinger amputieren. Wirklich? Tut mir leid, aber so muss es getan werden. Die Klinge wurde entworfen, die Hingabe ihres Trägers zu garantieren. Gut. Dann mach schnell. Ha, ich hab nur Spaß gemacht, Ezio. Auch wenn die Klinge einst ein Opfer verlangte, wurde sie modifiziert. Du kannst deinen Finger behalten. Unglaublich. Das ist es. Sag mir, hast du noch andere Seiten wie diese? Leider nur diese eine. Hör zu, wenn du je wieder so eine finden solltest, bitte bring sie mir. Du hast mein Wort. Und danke, dass du es repariert hast. Es... Im Namen der florentinischen Wache, öffnet diese Tür! Ein Moment! Warte hier. Seid ihr Leonardo da Vinci? Si. Wie kann ich euch helfen? Beantwortet mir doch ein paar Fragen. Natürlich. Okay. Wo liegt denn wohl das Problem? Ein Zeuge behauptet, er hätte euch mit einem Feind der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Unerhört! Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht für dumm! Wir wissen, ihr standet der Familie nahe. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Redest du jetzt? Hey. Was ist schlagt ihr da meinen besten Freund? Das werde ich nicht zulassen, Alter. Sowas gucke ich doch nicht einfach so an. Redest du jetzt? Da verrecke. Na, Leonardo, alles okay? Grazie, Ezio. Es tut mir so leid. Ich bin schon an diese Behandlung gewöhnt. Wohin mit der Leiche? Bring sie rein und leg sie zu den anderen. Andere? Die Stadt gibt sie mir, zur Forschung. Okay. Und da soll ich jetzt einfach frei rumlaufen? Okay, 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 okay. Mal schauen. Als wäre gar nichts passiert. Hab Dank, Leonardo. Für alles. Jederzeit. Und denk daran, findest du mehr dieser Seiten, bring sie zu mir.
Wenn sie neue Zeichnungen enthalten, kann ich auch deine Klinge verbessern. Natürlich. Aber jetzt sollte ich wirklich zu Paola zurück. Sende ihr meine Grüße. Da kennen sich zwei aber sehr gut, hä? So. Dann beende ich den Part. Bis zum nächsten Mal, Leute.